Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play UFO. Ja, wir sind immer noch in dieser schönen Alien-Basis. Ich bin am Drücker und wir sind dabei, den Zug abzugeben, Lutz. Und das machen wir jetzt am besten. Wir machen den, ne? Genau, wir geben den Zug ab und dann schauen wir erstmal, was da war. Was. Da unten in dem Raum, da ist schon die ganze Zeit Bewegung. Hier war irgendwas. Er sieht auch was. Da auch schon direkt. So ein Gewobbelding, das hat er scheinbar geschossen, ne? Ja, dann schieß zurück. Ich habe den zweimal getroffen. Gib ihm noch einen, gib ihm so einen Spontanschuss. Dreimal habe ich den getroffen. Ja, die können was ab, die Dinger. Dafür ist er aber auch am Ende. Aber hier ist die Verstärkung. Ja, den würde ich auch damit runterziehen, dass wir den Raum ein für alle Male clear haben. Ne? Ja. Wie gesagt, aus der Ecke sind jetzt schon zwei Blaster-Soldaten, also zwei Blaster-Motoren gekommen. Ja. Die uns wirklich hart zusetzen können, also ganz extrem. Ja. Ne, und. Achso, ja, mit dem habe ich gerade geschossen. So, der soll ja noch. Hier unterstützen Richtung Kommando. Im Prinzip, ob du den wirklich da brauchst. Ja. Ja, du hast, guck mal, ob du da Manpower hast. Ist, wir wollten ja jetzt eh mit dem Panzer mal eben reingucken, ne? So, da sehen wir schon mal nichts. Ne, da ist gar nichts. Panzer. Wie gesagt, wichtig ist nicht auf den Aufzug rauffahren, weil dann können die Aliens dich sehen. Ja. Dann würde ich alle Männchen so schnell wie möglich da irgendwo in die Ecken verteilen. Also Panzer wieder raus, oder? Da kannst du stehen, das ist kein Problem. Ne, die fahren den Aufzug runter. Nur wenn die sich oben bewegen und irgendwo direkt an der Kante oder auf dem Aufzug selbst sich bewegen, dann sehen die deine Leute und schießen dann von oben runter. Das ist ziemlich unangenehm. Das glaube ich auch. Dann hier. Ja, aber wir können das genauso machen. Das heißt, also, wenn wir unten auf die Plattform gehen vom Aufzug quasi. Können wir nach oben schießen. Können wir nach oben schießen, genau. Dann stellen wir uns hier mal so eben hin. Oh, nee, das schaffen wir noch nicht ganz. Ja gut, du könntest sie jetzt dann auf den grünen Pfeil ein bisschen näher ranziehen. Ne? Wie du möchtest. Ja, aber ich wollte die gerne auf Autoschuss. Wenn da mal einer runterkommt, dass dann Piu Piu Piu. Nur da macht sie wahrscheinlich eh nichts, wo sie jetzt steht, ne? Nee, da hast du recht. Dann kann sie hier wenigstens als billige Zielscheibe. Als Kugelfang, genau. So, Ochs bleibt noch alleine. Flusswind. Ja, Flusswind, der kämpft sich da durch den Garten durch. Aber da muss man sagen, der Garten ist dann auch hier erledigt. Der Garten ist abgegrast, genau. Dahinter liegen noch unerkundete Flure. Da wären wir, genau, da sind die beiden gleich für gut. Ja, die machen den Raum einmal durch. Raum, ne? Wenn man sich jetzt überlegt, dass alles, was da raucht, das haben die Aliens gemacht, nicht wir. Ja, normalerweise ja. Legen wir mal alles in Schutt und Asche. Ich weiß. Die haben es irgendwie abgespannert von uns. So, Ochs muss noch gucken. Ich würde sagen, das war's auch schon. Dann gehen wir schon wieder in die nächste Runde. Ja, mach. Ne? Ist ja jetzt auch schon. Oh, das war schnell. Ist ja jetzt auch spannend. Das war schnell rum. Kommandozentrale ist immer spannend, weil man nie so genau weiß, wie die Nummer ausgeht. Ne? Soll ich mal richtig drauf fahren und hoch? Kannst du machen, das ist überhaupt kein Problem. Komischerweise sieht er gar nichts. Einmal im Kreis drehen. Wenn da gar keiner drin ist, das würde mich ja wundern. Da ist gar keiner drin, da gibt's gar nicht. Ne, das gibt's auch gar nicht. Vielleicht hat sich doch noch einer hier versteckt in so einer Krümmelecke. Ja, Gras ist komplett mit dem Panzer ab, aber. Nee, da ist nichts. Die sind rausgekommen mit ihren Blastern aus der Kommandozentrale. Ja, definitiv. Ja, den Panzer zurückziehen und dann wissen wir ja, wo Zeit wird, ne? Welche Ecken wir noch nicht so unter die Lupe genommen haben. Dann ist die Kommandozentrale leer und dann gehen wir alle hier raus und gehen in die Richtung genau, weiter. Genau, dann können die drei sich nämlich mit Ochs zusammentun, der mit der Betäubung. Wir machen, ja, oder zwei Zweierteams vielleicht. Ja, du kannst ja den anderen mit dem Betäubungsding noch zu dem Trupp für den großen Raum bereitstellen, für da unten. Sie, genau. Für hier? Genau, dass die hier so nach da unten gehen. Ja. Ja, können wir machen. Oh. Ja, bringt jetzt auch nichts mehr. Ja gut, dann rücken wir da mal wieder ab. Und dann kann nämlich Ochs oben rum durch diesen Garten oder was das da ist, und nach unten zu den anderen zustoßen. Dann hat man immer so eine Zangenbewegung. Man kann also theoretisch immer von zwei Seiten dann auf die vorrücken. Ne? Die Frage ist auch, was noch über ist. Ne? Wie gesagt, also ich schätze mal, es geht so schnell im Moment. Um die 12 Aliens sind es und wir haben auch schon fast so viele niedergemacht. Also wir haben schon einige niedergemacht. Ja. Ochs, er könnte, keine Ahnung, was, dann musst du schon mal da in den Garten reinstecken. Ja, machen wir auch gleich.
oben ist so ein kleiner, doofer Raum ist dann noch. Mit einem Aufzug und da oben ist ein Raum, der ist genauso groß. Die können die aber auch gut sich so verstecken, ne? Ja, ja, klar, die können hinter den Tanks in den Schatten stehen. Das sind. Ja, das ist halt auch so ein Sektor, den wir noch nicht abgegrast haben. Ne? Ja. Das ist alles, was da so mit, soll ich sagen, mit Fliesen ausgekleidet ist, also Metall. Das ist aber nix. Da ist nix. Den haben wir, das haben wir alles da. Ja, da ist nicht so viel. Da kannst du ein bisschen an die Kante ziehen. Also vielleicht versteckt sich in dem Gemüsebeet noch einer, aber wissen tun wir es auch nicht. Gut, André macht Pause. André hat den einfachsten Job in der ganzen Mission. Ja, ja, der steht die ganze Zeit da rum. Oh, 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 oh. Ja, wieder ist, Glück gehabt, ne? Ja, das ist auch genau ein Sektor, den wir noch nicht abgegrast haben und wo nämlich jetzt der Ochs zum Beispiel von da oben den in die Flanke fallen kann. Ja. Also das kam hier aus dem Fenster, könnte das, das auch kann, rauskommen. Ja, ja, aber da ist, ich glaube, auf der Seite ist auch ein Fenster, da kann er durchgucken. Ja, siehst du, da ist das Fenster. Ja, ja. Und da ist er. Und für einen Autoschuss reicht es auch noch sehr schön. Boah, und ein Schuss hat er. Voll erledigt. Sehr gut. Kommt da sogar noch wieder in Sicherheit. Ja, aber mit Rücken. Ist denn da rechts hinter dem Garten, ist da Schluss? Der Garten ist Ende. Ne? Okay. Also den würde ich sagen, ist aufgeklärt. Der wird auch, ja, ja, das ist okay. Das heißt also, die ganzen können jetzt so nach unten weitergehen? Ja, erstmal hier. Nee, unten. Der muss weg, genau. Ja, ich gehe gleich nochmal hier gucken, aber diesen Garten hier unten, den packen wir uns auch noch. Ja, ist ja auch genau richtig. Wird den Animal da bis an die Kante oder so weit wie es geht und den anderen hier vorne bis da an die Kante. Noir? Mhm, dann kannst du nämlich direkt den ganzen Spaß da abdecken. Frage ist, schickt man da jetzt nochmal einen nach oben gucken? Wenn man da gerade hergeht, sollte man das vielleicht machen. Weil es gibt nichts Bescheideneres. Ja, Ochs kann das machen. Aber hier, Ochs, hier ist alles aufgeklärt. Genau. Oh, hier ist oben ist Ende. Als festzustellen, dass man einen Alien nicht gefunden hat und ja, man muss in jeden Raum. Ne? Ja, echt ja. Hart. So, auch der Panzer kann sich da eine Tür reinschießen, indem du da rechts einfach das zweite Ding wegschießt. Dann kann er da nämlich auch rausfahren. So. Da sparen wir uns einfach die ganze Rumgurke. Ja, ja. Kommen wir. Nee, da stehen wir im Weg. Nicht dran vorbei. Dann warten wir dann noch. Genau, lass ihn. Ja, so. Hier haben wir natürlich jetzt. Der kann so quasi weiter ja. Vorgehen, weil von oben kommen die anderen beiden. Ja. Wenn überhaupt noch ein Alien lebt, kann sein, dass gleich Schluss ist, ne? Könnte sein, ja. Dass wir den ganzen Zug noch durchziehen und da ist eigentlich gar nichts mehr. So, weit weiter hier hin. Lädt er das dann nicht aus? Nervig. Oh, ein Aufzug. Sollen wir hier hinten nochmal gucken? Hier ist auch so eine ganz dunkle Ecke. Ja, yeah, das ist ja die Ecke, die wir noch nicht abgegrast haben. Ne? Da muss Flusswind dahin. Ja, also okay. So wie es aussieht, ist hier ganz schön. Haben alle was gemacht, außer der Blastermann, wie immer. Ja. Der steht die ganze Zeit da rum und wartet noch auf Advice. Macht ja nichts. Und ja, dann sind wir am Ende des Zuges. Gehen wir ab, Lutz. Ja. Yeah. Ah, da ist noch irgendwo was. Irgendwo ist noch was. Irgendwo ist einer. Gut, dann machen wir hier weiter. Ochs. Genau, dann nimm den mal, um nach oben zu gehen. Ja. Um den Aufzug gleich hochzufahren. Schnell auf Autoschuss schalten. Ja, okay. Dann haben wir den Noir. Da kann auf der einen Seite in den Garten rein. Das Schöne ist, der andere kann gleich von der anderen Seite kommen. Mhm, hier aber ist da aber scheint nichts mehr zu sein. Scheinbar ziemlich ruhig schon. Jetzt geht das Alien-Gesuche wieder los. Ne? Ist natürlich auch doof, aber muss sein. Gehört dazu.
manchmal verraten die es noch, weil die irgendwie in Panik dann eine Handgranate werfen. Irgendein Blödsinn. Ja, ja, ich hoffe auch, dass da... Auf jeden Fall haben wir, oder hast du die Leute ziemlich gut in Position gebracht. Ne? Die kommen also von überall, durch jeden Gang kommt einer durch und das ist gut so. Ja, da finden wir auch alles. Ja. Ach so, den haben wir schon. So. So, mit dem würde ich auch einmal diesen kleinen Gammelraum da nach oben fahren. Einfach nur, um es auszuschließen. Nee, ist nicht so. Ich glaube nicht, dass da was ist, aber wer weiß. Ja, wir können ja hier noch weiter runterziehen. Einfach. Müssen wir auch, ja. Flussmund. Ja, und er müsste quasi links rum. Beziehungsweise den Teleporter, der da unten ist, um ihn aufzunutzen. Ja, hier ist nichts. Also ich gucke hier gleich noch rein, aber die Chance ist ja doch schon... Der Panzer, der ist ja noch blockiert, ne? Ich habe einen Kumpel, der da steht hier. Uta. Kumpeline. Aber Uta geht auch mal hier rein, zur Seite, dann kann der Panzer durchziehen. Ja, es kann eigentlich nur noch irgendwo oben eins sein, weil unten haben wir im Prinzip bis auf hinten diesen kleinen Garten alles abgegrast. Ja. Also, dass da oben im Kommandoraum keiner drin war, das hat mich schon sehr gewundert. Das war normalerweise echt komisch. Da stapeln die Viecher sich. Ja, ja. Ich gehe nochmal jetzt fix alle durch. Der André bleibt stehen, war. Ja. Dann würde ich sagen, los, gehen wir wieder ab. Runde, jo. Nix. Wieder nix. Keine Tür, das nix gehört. Nein, das ist einer, der hat sich versteckt. Gut, dann müssen wir jetzt die noch nicht benutzten Aufzüge nutzen. Ja, erstmal hier hinten haben wir noch ein bisschen dunkle Ecke. Ah, haben wir eigentlich auch nicht mehr. Hier ist schon alles... Ja, mir ist alles, da könnte einer stehen. Ne? Ja, könnte da noch einer stehen. Ich glaube, da haben wir noch keine Sichtlinie zu gehabt, aber... Was sollte der da wollen? Ist leer. Ja. Hier dann ist einen da oben hast du schon drin, den kannst du nach oben schicken und gucken. Nein, nichts. Gar nichts. Okay. Und dann da hinten, also oben links quasi, von dir aus gesehen, links weiter nach oben. Also hier, wo der Dings noch was. Genau, da ist nämlich auch noch so ein Aufzug und ein Raum. Der kleine Garten. Oder ist das der Großgarten, durch den er gekommen ist? Die blinke Blume. Ja, aber. Den da haben wir doch schon, oder? Haben wir den? Nein, hier ist doch richtig schwarz. Ajo. Und da ziehen wir jetzt auch mal den. Nein, da sind wir aber durch das Ding, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr so genau. Jetzt kommen wir da so. Ja, da sind wir durch den Garten. Von da sind wir gekommen. Ja? Ja, sicher. Ah, Mist. Dann zurück zum Aufzug. Und irgendwo war noch so ein Hufeisen, da waren wir auch noch nicht oben drin, glaube ich. Oder? Waren wir in beiden Hufeisen oben drin? Ich weiß es nicht. Ich sag mal, wir waren in zwei Hufeisen. Aber wir hatten nicht jeden Raum aufgeklärt, oder? Wir sind nicht mit jedem Aufzug einmal runtergefahren. Nee, das haben wir nicht gemacht. Ja, los, komm raus. Er sieht was. Da ist er. Panisch durch die Gegend gerannt. Ja, weil keine Waffe. Wow. Komm, einer ist noch. Wow. Jetzt hast du keinen mehr. Wir sind in deiner Nähe. Die ist ja durch, ne? Aber was soll der machen? Der kann im nächsten Zug höchstens seine Waffe aufheben. Ja, komm. Motorensoldat, ja, Panik. So, dann mach jetzt mal den Blaster klar. Ja, genau. Lass die Uta als erstes schießen. Weil das ist ja quasi Zielscheibenschießen. Ja. Der kann sich ja nicht wehren. Nee, oder Gerard, der ist ja Rekrut. Ja. Oh, mein steht da. Anselige Nahrungstank, oder? Ja, ein Schuss hat gereicht. Also ich behaupte, das war's heute. Das ist es gewesen, ja. Das wird der letzte gewesen. Jawohl. Jawohl. Ja, saubere Mission. Ja, super, ne? Obwohl es hat wieder die typische Opfer gefordert. Mal wieder einen guten Mann, ne? Das ist immer so.
Telefonator 1. Guck dir die Gesamtpunkte an. Ja. Getötete Außerirdische 11, du hattest recht. Tote geborgen 8. Lebende 1, ja, stimmt. Mhm. Außerirdische Stützpunktkontrolle zerstört. Eine XCOM-Mitarbeiter getötet. Einen. Oh Mann. Keine Lehre. Richtig. Werbung des außerirdischen Stützpunkts. Außerirdische Unterhaltung. Legierungen. 46, Unterhaltung 15, ich bin frustriert. Mit ihrem scheiß Blaster da alles kaputt geblastert haben. Das kann sein. Oh Mist, ey. Ja. Ja, yeah, das. Jetzt müssen wir mal überlegen. Jetzt müssen wir überlegen. Wir müssen gucken, wenn der Skyranger wieder drin ist, was wir da überhaupt geborgen haben. Weil die hatten ja ordentlich Material auch in der Hand. Ich gehe mal, ja, ich gehe mal davon aus, dass das für eine lustige Nummer nochmal reicht, ne? Ja, aber das ist schon echt sehr frustrierend, kann ich dir sagen. Das ist einfach, das ist, als dürften wir kein Delirium haben. Ja. Katastrophe ist das. Ja, echt. Ein Blick mal eben in die Forschung. Den können wir wagen. Unbekannt. Hm. Okay. Okay, aber ich würde sagen, Lutz, das war es auch das schon war, wieder. Das war. Ne? Ja. Für jetzt gerade, es geht noch weiter. Genau, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, Let's Play UFO. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.